meine Lieben, hier ist wieder eure Varaya. Ich habe euch heute ein Journal aus dem letzten Jahr mitgebracht. Das habe ich für meine Oma gemacht, zu ihrem 92. Geburtstag. Und ja, also auch dieses Journal ist aus einem Buchcover und selbst die Karten, alles was da drin und drum und dran ist, habe ich selbst gemacht und natürlich aus Materialien zusammengesucht, die man halt so in einer kleinen Crafting-Werkstatt findet. Washi-Tape und Crafting-Paper und hier so ein ganz feines, tolles Packpapier. Super coole Sachen. Ja, auch die Bilderrahmen habe ich auf Craft-Paper gestempelt und dann ausgeschnitten. Bisschen Dekoupage hier ist auch dabei natürlich. Diverseste Schnipsel und Co. Und ich habe in dieses ganze Journal Rätsel eingefügt. Meine Oma rätselt gerne. Und mag auch sehr gerne künstlerische Sachen. Und ich kann doch mit Fug und Recht behaupten, dass ich sehr, sehr viel von dem, was ich hier an kreativen Sachen mache, deswegen mache, weil meine Oma mir das früher beigebracht hat. Natürlich hat sie mir nicht beigebracht, wie ein Journal zu machen ist oder wie man so einen Bilderrahmen zeichnet oder stempelt. Aber wir haben früher total viel gemacht. Als ich Kind war, habe ich ganz viel Zeit mit meiner Oma verbracht, mit meinem Opa auch, mit dem habe ich Holzhandwerk gemacht. Aber mit meiner Oma habe ich Papier- und Bastelhandwerk gemacht. Ja, und diese ganzen Karten, ja, da habe ich mal eine gekaufte Karte mitgenommen und ein bisschen schön gemacht. Diese ganzen Karten und diese ganzen Kleinigkeiten, die drumherum hier sind, habe ich ja von Herzen gebastelt für meine Bastel-Oma. Und ja, wie ihr euch vorstellen könnt, ist dieses Journal total gut angekommen. Oma hat sich riesig gefreut und ist, glaube ich, bei einigen Rätseln hier immer noch am Rätseln, wie und was und wo das zu lösen ist. Ja, das ist halt das Ding, ne? Was schenkt man einer 92-Jährigen, die alles hat und Enkel und Urenkel? Was schenkt man ihr zum Geburtstag? Was Schönes, Selbstgemachtes, was mit Fotos und Kreativität. Hier habe ich eine tolle Geschichte eingefügt, die ich gefunden habe. Die ist großartig, hat mich sehr berührt. Und so habe ich mir diesen Journal-Inhalt zusammengestellt. Hier haben wir ein bisschen Stencil, Taschen und kleine Kärtchen. Ich habe super cool Kärtchen gefunden zu den verschiedenen Kräutern und Samen und was sie bewirken oder welche zumal guten wohltuenden Kräfte und Heilkräfte sie haben. Und meine Oma ist nicht nur eine Basteltante, sondern auch eine Gartenfee. Omas Garten ist total toll. Ja, und da dürfen natürlich solche Kräuter und Pflänzchen nicht fehlen. Dementsprechend habe ich sie alle hier fein auf Kärtchen geklebt und hier doch eingefügt. So kleine Zeichnungen, Anekdötchen, Bilder von unseren Katzen, die uns auch immer sehr viel Freude machen. Oma sehr viel Freude machen, wenn sie uns besucht. Ja, Sachen zum Ausklappen, zum Entdecken, zum Rumblättern. Und ich weiß und freue mich auch total, dass meine Oma dieses Buch immer wieder in die Hand nimmt und auch ja, Besuch, also Freunden von ihr mal zeigt und ja, Spaß damit hat, zu blättern, zu forschen, diese kleinen Kärtchen immer mal wieder rausnimmt und liest. Man darf schon super froh sein, wenn man mit 92 noch das alles kann und kennt und Spaß an solchen Sachen haben kann und darf. Ja, so sieht das nämlich aus. Hier habe ich noch ein paar Fäden mit drauf gebastelt. Also ich habe tatsächlich versucht, ganz, ganz viele Materialien und Themen hier in diesem Buch zu mixen, um einfach das so interessant und so spannend zu gestalten, wie es nur irgend möglich ist. Und es scheint gelungen zu sein. Hier haben wir noch ein Bellyband mit Spitze und ein kleines Siegel mit der Faunfeder. Noch viel Platz, um selber einfach auch noch was dazu zu packen oder vielleicht auch noch einen Brief irgendwie mit reinzustecken oder so. Ja, so bin ich dann mit ganz viel Kreativität Stückchen für Stückchen zu dieser Journal-Aufgabe gekommen. Hier sehen wir noch ein bisschen Scrapbook-Paper und angehängte Tags, kleine ausgestanzte Teile. Ja, und meine eine Signatur, die da drin ist, habe ich mit einem Band und diesen Holzperlen angebunden. Wenn dir mein Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal und bis demnächst in diesem Kino.